Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Handpuppen unter der Lupe. Heute mit der kleinen Version von dem Sammy. Es gibt auch noch eine große Version von dem Sammy. Die ist um einiges größer, weil dieser kleine Sammy, der ist ungefähr 37 cm lang und der große Bruder ist über 65 cm lang. Der kleine Sammy ist eine kleine süße Schildkröte mit so ein paar kleinen süßen Details. Und wie er im Detail aussieht, das möchte ich jetzt mit dir einmal aus einer etwas näheren Perspektive betrachten. Viel Spaß! Unser lieber kleiner Sammy, wenn ich mir den einmal etwas genauer mit dir anschaue, dann sehen wir als erstes hier mal, ich habe den schon ausgezogen, sehen wir hier auf dem Panzer, sehen wir so dieses typische Muster. Ich halte das jetzt mal ein bisschen so, dass du es besser erkennen kannst. Das ganze Muster ist aufgenäht. Finde ich ganz klasse gemacht. Es sieht wirklich sehr naturgetreu aus und ich würde jetzt mal behaupten, auch von der Farbgebung her, es ist der Natur nachempfunden. Der Panzer ist ausziehbar. Wüsste nicht, warum man das machen sollte, außer vielleicht zum Waschen, wenn er mal dreckig geworden ist. Wenn wir den uns jetzt hier mal einfach so Nackidei-mäßig anschauen, wie er hier liegt, dann sehen wir, dass der Eingang zum Klappmaul hier auf dem Rücken liegt. Und ich komme mit meiner großen Hand schwerlich rein. Also das ist nicht schön, aber ja, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du größere Hände hast, dass du dann doch eher zu der größeren Variante auch tendieren solltest, beziehungsweise dass du die nächstgrößere Variante nehmen solltest. Die Pfoten sind nicht bespielbar, alle vier nicht. Aber das ist auch nicht schlimm, man kann das auch mit der Hand bespielen, wie ich finde. Das ist kein Problem. Ich würde den mal eben kurz anziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn wir uns jetzt das Gesicht anschauen, dann sehen wir da hier vorne sind zwei Nasenlöcher, die, sag ich mal, aufgedruckt sind, beziehungsweise ist koloriert. Wir haben hier eine Zunge und ich meine, die wäre nicht bespielbar. Ich muss jetzt nochmal vorsichtshalber schauen. Doch, die ist sogar bespielbar, die Zunge. Finde ich interessant bei so einem kleinen, sagen wir mal, bei so einer kleinen Handpuppe, dass es noch bespielbar ist, aber die 45er, die sind ja auch alle mit bespielbarer Zunge. Ansonsten die Bewegung des Klappmauls, ich finde, das ist vom Schnittmuster her, ist es gut gemacht. Ich finde, dieses ganze Gesicht sieht sehr süß aus, wirkt auch sehr naturgetreu und nah an der Natur. Die Augen sind braun auf einem weißen Untergrund, das ist natürlich nicht naturgemäß, aber es ist, unterstreicht halt diesen etwas kindlichen Charakter und es ist ja immerhin ein Produkt, was für Kinder gemacht ist. Und also wie gesagt, ich finde, es tut dem Ganzen keinen Abbruch, weil im Großen und Ganzen wirkt der Sammy dann sehr nah an der Natur. Ja. Dann, wenn wir uns dann nochmal die Vorderläufe anschauen, beziehungsweise die Vorderpfoten, dann sehen wir hier drauf, da sind so diese Krallen, die Schildkröten ja auch haben. Das Ganze ist an allen vier, ich sage jetzt mal Beinchen, gegeben, dass da drei Krallen jeweils sind. Finde ich gut gemacht. Der Eingang zum Klappmaul, sagte ich schon, der ist halt am Rücken, dazu muss ich dann im Prinzip, ach hier sehen wir auch noch das kleine Schwänzchen, ein kleines stummes Schwänzchen, immer noch weg, liebes Bein. Dafür müssen wir dann halt hier hinten reingreifen und dann sehen wir dann, dass da, kann man ein bisschen schwer erkennen, da ist dann der Eingang in das Klappmaul. Also man findet den wirklich sehr gut eigentlich. Ja, den Panzer hatte ich schon angesprochen, ansonsten sei vielleicht noch gesagt, die Empfehlung des Herstellers, hier steht halt for all ages, aber sicherheitshalber nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn dein Kind oder Kinder allgemein damit spielen sollten, die unter 3 Jahre sind, weil es kann halt sein, dass doch irgendwie mal was abgeht, sei es, dass diese Augen irgendwie abgehen, was ich bis jetzt noch kein einziges Mal gehört habe oder gesehen habe, dass Augen locker sind oder abgefallen sind. Ja, sehr selten.
Ich würde dir jetzt noch ein paar Detailfotos im Anschluss beifügen und dann sehen wir uns dann gleich zum Abschluss. Die kleine Version vom Simi ist für mich persönlich etwas zu eng. Bei mir knubbelt sich das vor allen Dingen hier in diesem Bereich. Von daher habe ich bei dieser kleineren Variante des Simis schwerlich Platz da drin. Es geht zwar noch, dass ich die Klappmaulbewegung mache, aber ich fühle mich nicht wirklich wohl da drin. Bei der großen Variante des Simis habe ich keinerlei Probleme, den durfte ich auch schon ausprobieren. Der Panzer ist, wie gesagt, ausziehbar, aber ich persönlich finde nackte Schildkröten, jetzt sage ich mal, nicht so toll. Ja, aber dennoch sind für dieses wunderschöne Tierprodukt 35 Euro wirklich nicht zu viel und eine gute Anschaffung. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen vom kleinen Sammy. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du mir einen lieben Kommentar da lässt oder vielleicht sogar einen Daumen nach oben. Ich danke dir fürs Reinklicken. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss, alles Gute, dein Hannes. So sieht er übrigens nackt aus. Also es sieht dann eher aus wie so ein, ich keine Ahnung, was es darstellen könnte. Ja.